Wenn ihr erfahren wollt, was ein gutes Stativ ausmacht, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Folge meiner Fotostories. Heute dreht sich alles ums Thema Stabilität, um Stative. Die Firma K&F Concept hat mich angefragt, ob ich eines ihrer neuen Kohlefaserstative mal testen könnte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Dementsprechend haben sie mir ein Exemplar zugesandt und das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Und diese Chance nutzen wir natürlich gleich, um das Thema Stativ auch im Allgemeinen etwas genauer zu beleuchten. Gut, stürzen wir uns ins Thema Stative. Was ist ganz wesentlich bei einem Stativ für die Landschaftsfotografie unter anderem? Ganz klar Stabilität. Wir wollen technisch saubere, knackscharfe Aufnahmen machen. Da darf nichts klappern, da darf nichts wackeln. Das ist erstmal oberste Prämisse, wenn ich mir ein Stativ zulege, denn ansonsten brauche ich kein Stativ. Hier mal ein Negativbeispiel, ihr seht schon, das ist relativ klapprig. Ein kleines, ganz leichtes, günstiges Modell, das habe ich mir einfach mal als Ergänzung gekauft für kleine, leichte Kameras. Damals habe ich es immer ein bisschen für die GoPro auch benutzt. Heute nutze ich es in der Hauptsache hier mit der FX30, wenn ich draußen meine YouTube-Videos drehe. Dafür ist es geeignet, für eine Langzeitaufnahme definitiv nicht, egal wie klein die Kamera ist. Das ist einfach zu klapprig. Greife ich mal hier hin, ein absoluter Klassiker, das Manfrotto MA55. Ein wirklich stabiles Stativ, das eigentlich kaum Wünsche offen lässt. Habe ich sehr lange Zeit benutzt. Allerdings ist es doch, man merkt es auch, wenn man es in die Hand nimmt, es ist recht schwer. Wenn da noch ein Kopf drauf kommt, sind wir bei über 3 Kilogramm. Und wer da draußen unterwegs ist, wer gern wandert, wer mit dem Rad unterwegs ist, für den ist das einfach viel zu groß. Ich nutze es heute hauptsächlich hier im Studio, wenn ich hier ein Stativ brauche. Schauen wir mal hier, wenn wir einmal dabei sind, alles mal so ein bisschen zu zeigen, was wir auf dem Tisch liegen haben. Hier haben wir das Rollei Mark III Beta. Das ist derzeit mein Stativ, was ich eigentlich für alle möglichen Sachen nutze. Wirklich ein flexibles, leichtes, gutes und stabiles Stativ. Daran würde ich jetzt so neue Stative, die ich kaufen würde, messen, weil das ist wirklich ein gutes Stativ. Das hat mich noch nie im Stich gelassen, weil es eben stabil ist, weil es leicht ist. Es wiegt mit Kopf 2 Kilogramm. Die Verarbeitung ist super und auch die Handhabung ist perfekt bei dem Ding. Also zumindest für meine Belange. Kommen wir jetzt zum K&F Concept Stativ, was man mir zugesandt hat. Das muss ich natürlich jetzt an dem messen lassen. Ihr seht, es ist eine etwas kleinere, leichtere Konstruktion und ein kurzes Packmaß von nur 50 cm, wiegt auch mit Kopf nur 1,5 Kilo. Also für jeden, der draußen viel unterwegs ist, der wenig Gewicht tragen will, eine gute Alternative. Allerdings muss es sich beweisen, ob es dann auch die nötige Stabilität hat, die wir zum Fotografieren brauchen. Was ist noch ein ganz wesentlicher Faktor für so ein Stativ? Das ist die Flexibilität. Das heißt, in wie vielen unterschiedlichen Perspektiven oder welche Perspektiven ermöglicht mir das Stativ? Das heißt, wie hoch kann ich es nutzen von der Arbeitshöhe? Wie niedrig kann ich es nutzen? Und gibt es die Möglichkeit, dass ich eben gerade in unebenem Gelände, in felsigem Gelände das möglichst sauber einstellen und stellen kann. Das macht für mich Flexibilität aus. Da gibt es eigentlich bei den heutigen Stativen nicht allzu viel zu meckern. Wie gesagt, das Rollei lässt da keine Wünsche offen. Grundsätzlich das K&F auch nicht. Was mir aber aufgefallen ist beim K&F, dass es hier etwas schwieriger ist, bodennah zu fotografieren. Das liegt daran, dass man das Stativ letzten Endes, ich baue das mal kurz auf, wir machen das mal so, die Mittelsäule entnehmen wir, bauen wir mal auf. So, dann zeige ich euch das mal, was ich meine. Wenn ich bodennah bei diesem Stativ fotografieren will, dann muss ich das machen, indem ich die Mittelsäule nach unten umdrehe.
kann ja auch mal kurz die FX30 dran schrauben. Ja. Problem, was ich hier immer sehe in diesem Fall, ist, ich habe die Kamera über Kopf hängen. Das heißt, nicht jede Kamera hat die Möglichkeit, dann hier am Screen da zu flippen, dass ich dann ein aufrechtes Bild habe. Manchmal steht das auch auf dem Kopf. Gerade bei meiner alten Kamera, einer D850, geht das einfach nicht. Dann kann man das Problem haben, fotografiert man weitwinklig, kann man durchaus ins Gehege mit den Stativbeinen kommen. Und was ich auch immer als Nachteil empfinde, ist, die Mittelsäule ist nach unten negativ ausgefahren und ihr seht es hier, die ist nicht stabil. Und das ist definitiv ein Nachteil. Wenn ich jetzt wie hier wirklich voll bodennah arbeiten will, dann muss ich das so machen. Anders funktioniert es nicht. Aber es gibt andere Lösungen, die das etwas besser gelöst haben. Oder andere, ich zeige euch das mal kurz bei meinem Rollei. Das gefällt mir wesentlich besser. Auch das kann man sehr flach einstellen von den Beineinstellwinkeln. Ihr seht, es geht recht straff. Aber straff ist eigentlich immer ganz gut, weil dann klappert wenigstens nichts. Na, so. Gut, wir stellen es mal her. So, haben wir das Stativ hier. Ihr seht, auch recht bodennah, knapp 20 cm über dem Boden ist die Kamera. Nicht ganz so wie hier, aber für die meisten Landschaftsaufnahmen ist das ausreichend. Auch das Stativ hat eine Mittelsäule. Die habe ich hier einzeln. Und wenn man jetzt hier aufschraubt, dann sieht man, hat Rollei da einen kleinen Adapter rein. Und den kann man statt der Mittelsäule, also ich könnte jetzt hier genauso die Mittelsäule dran schrauben oder eben diesen kleinen Adapter. Den kann ich dann hier reinstecken, kann den festdrehen. Der ist bombenfest. Das ist quasi eine verkürzte Mittelsäule, die unten nicht rausschaut. Und damit habe ich dieses Problem gelöst. Und hier haben wir wirklich ein stabiles Stativ und ich habe die Kamera seitenrichtig und auch richtig vertikal auf dem Stativ, was ich finde ein wesentlich angenehmeres Arbeiten ist. Befassen wir uns noch mal ganz kurz mit dem K&F-Stativ. Ein sehr kleines, leichtes Stativ. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, Packmaß ungefähr 50 cm. Man kann es ausfahren auf eine Höhe von etwa 1,40 m auch mit Kopf hier. Klein wenig niedriger als mein Rollei-Stativ. Es macht an sich einen sehr stabilen Eindruck. Die Verschraubungen sind sehr gut. Der Kopf macht auch einen soliden Eindruck. Ich habe schon mehrere Kameras drauf gehabt und habe das mal probiert. Also da lässt sich hier mit dieser Schraube, die einen etwas größeren Hebel hat, sehr gut arretieren. Auch relativ fein dosiert einstellen. Na, also wenn man es ein bisschen, dann ist das recht straff hier, wenn man es nur leicht andreht. Und da kann man wirklich sehr gut die Kamera dann einstellen, wie man das benötigt. Noch mit verbaut ist hier eine zweite Schraube, also eine relativ einfache Konstruktion, dass man eine Panoramafunktion hat. Ich halte da nicht allzu viel davon, von so einer Panoramafunktion, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn man hier nicht super sauber arbeitet, dann habe ich einfach in Lightroom einen Haufen Probleme und er verrechnet mir die Bilder nicht sauber, sodass ich da eigentlich wirklich lieber auf meinen Panoramabügel zurückgreife, den ich ohne so einen Kugelkopf benutze. Letzten Endes ist aber trotzdem eine ganz feine Sache. Ich habe mal die FX30 draufgeschraubt gehabt und habe mal ein paar Schwenks versucht. Also selbst das wäre hiermit möglich, weil es doch recht sämig geht. Ist eine ganz angenehme Geschichte und zum Einstellen der Kamera völlig ausreichend. Also eine ganz simple Sache. Was haben wir noch an dem Stativ? Man hat sich da natürlich auch ein bisschen gedacht, wo wir gerade auch schon vom Thema Flexibilität gesprochen haben. Man hat sich gedacht, okay, man kann ja hier so ein Stativbein einfach entfernen. Da baut man dann den Kopf drauf und hat ein kleines Einbeinstativ. Auch nicht schlecht, kann man durchaus mal gebrauchen. Ist jetzt sicherlich nicht unbedingt meine Anwendung, die ich öfters nutzen werde, aber der ein oder andere wird happy sein, dass er sowas dabei hat. Was haben wir noch am Stativ? Wie gesagt, Arbeitshöhe ohne Mittelsäule etwa 1,40 m. Die Mittelsäule kann man hier auch ausfahren. Aber ihr seht, wenn man die hier so ein bisschen bewegt,
Ja, hier unten, das ist nicht so super stabil. Na, ich habe noch ein uraltes Buch von Fritz Pölking, wenn euch das was sagt, ein deutscher Naturfotograf. Der hat damals schon geschrieben, wenn man die Mittelsäule zum Fotografieren nutzt und ausfährt, macht man einfach nur aus einem Dreibeinstativ, aus einem stabilen Dreibeinstativ, ein Einbeinstativ mit drei Beinen. Und da hat er durchaus recht. Das nimmt uns einfach die Stabilität, die wir eigentlich brauchen. Deswegen würde ich da in der Regel drauf verzichten, die Mittelsäule weit auszufahren. Ich sage mal, wenn man die mal so 3-4 cm, vielleicht 10 cm ausfährt, ist die Stabilität durchaus noch gegeben. Da kann man mal ein paar kleine Höhenunterschiede ausgleichen. Ansonsten würde ich die nicht nutzen. Aber das betrifft jedes Stativ, nicht nur hier das K&F. Ja, was hat uns das Stativ noch zu bieten? Ihr seht hier ein ganz kleiner Moosgummigriff, den man hier an dem Bein, was man abmontieren kann, angebracht hat. Sicherlich eine schöne Sache, um das Ganze etwas griffiger zu machen. Man kann das dann auch, wenn man es zusammenklappt und tragen will, trägt sich das an dem Moosgummigriff auch ein bisschen schöner als an den recht glatten Beinen. Apropos Stativbeine, wir haben hier Twistlocks verbaut, die sich sehr gut bedienen lassen. Kann man mit einem Mal alle drei bedienen, wenn man das möchte. Oder eben auch einzeln, funktionieren sehr gut, zuverlässig. Mir ist bei meinen Einsätzen, in denen ich das Stativ benutzt habe, das Stativbein noch nicht wieder irgendwie zusammengesunken. Also eine recht zuverlässige Sache. Da hat K&F gute Arbeit geleistet. Ihr seht, ich habe das Studio jetzt mal ein bisschen umgebaut, den Tisch beiseite geräumt, um die Stative mal wirklich auf ihre volle Größe auszufahren. Und da haben wir die beiden mal nebeneinander stehen. Hier auf der Seite das K&F Concept und hier mein kampferprobtes Rollei. Und jetzt werden wir uns einfach mal ein bisschen die Stabilität noch anschauen. Wenn man jetzt hier das Rollei nimmt und macht mal hier einfach diesen Test, wo man sagt, okay, wackelt das jetzt, wackelt das nicht. Man merkt, die Gummifüße geben hier auf dem Boden ein bisschen nach. Aber grundsätzlich ist das sehr solide. Bei dem hier, wenn man da so ein bisschen mehr reingeht, merkt man, ja doch, die Stativbeine arbeiten etwas mehr. Ganz klar, der Durchmesser der Stativbeine ist natürlich wesentlich geringer als beim Rollei. Und da ist es logisch, dass das etwas mehr arbeitet. Aber hat das einen Einfluss auf unsere Arbeit? Das muss ich zeigen, weil da kommt es wirklich auch darauf an, mit was man fotografiert. Schauen wir uns mal den Kopf an. Und ich habe dazu zu diesem Zweck mal meine Nikon D850 mit einem 70-200-28 hier drauf angebracht. Und da kann man nochmal schauen, ihr seht schon, da ist ordentlich Bewegung drin. Das Stativ an sich hat kein Spiel, da ist keine Luft oder irgendwas. Das ist einfach aufgrund dessen, dass hier relativ dünnes Material verbaut ist. Wir können das gerne mal wechseln und wechseln das mal hier auf das Rollei und da werdet ihr sehen, ich hoffe man sieht das dann auch, hier ein kleines bisschen rumschrauben, ja gut, so jetzt können wir hier denselben Test machen, auch hier merkt man, da arbeitet ein bisschen was, aber auch ich fühle das natürlich jetzt ja auch ganz gut, gerade in dem Bereich hier merkt man, das ist wesentlich stabiler. Ist das ein Problem? Ich sag mal so, heutzutage grundsätzlich nein. Grundsätzlich heißt, es gibt Ausnahmen. Ich habe nicht ohne Grund die Nikon D850 jetzt mal hier drauf geschraubt, denn ich habe tatsächlich Tests gemacht und das war früher für die Fotografen immer ein Problem. Deswegen waren immer stabile Stative gefordert. Und zwar das Problem des Spiegelschlags, aber auch des sich bewegenden Verschlusses in der Kamera. Und das haben wir hier bei der D850 noch ganz klassisch. Also wir haben da wirklich einen Schwingspiegel drin, der arbeitet und wir haben einen Verschluss. Das sind natürlich Massen, die in Bewegung gesetzt werden, nur ganz wenige Milligramm, klar. Aber die vermögen es tatsächlich, die Kamera in Schwingung zu versetzen und dementsprechend in einem Verschlusszeitenbereich von etwa 1/25 bis 1/2 Sekunden ist das sehr, sehr kritisch. Dadurch kann man tatsächlich Verwacklungsunschärfen generieren, wenn man das nicht weiß.
Ja, deswegen sind dann hier solche Funktionen eingebaut wie eine Spiegelvorauslösung. Das heißt, der Spiegel klappt hoch, es wird eine Sekunde gewartet, die Kamera kann ausschwingen und dann wird erst das Foto gemacht. Ich mache da nachher gern auch mal ein paar Beispiele dazu rein. Und das habe ich bei beiden Stativen festgestellt, dass man da sehr vorsichtig sein muss und dass die D850 mit dem Spiegel da wirklich gewisse Auswirkungen hat auf die Bildschärfe. Das Problem hat man heute nicht mehr ganz so extrem. Ganz einfach, modernere Kameras, die spiegellosen Z7, Z6, die Sony A7 IV, die haben ja keinen Spiegel mehr eingebaut, der da irgendwo rumklappt. Und damit hat man das Problem schon um einen gewissen Faktor beseitigt. Dennoch haben die auch einen Verschluss, der sich bewegt. Und selbst der kann zu leichten Verwackelungen, gerade bei Telebrennweiten, führen. Bei der Nikon Z8 habe ich das Problem gar nicht mehr. Die löst rein elektronisch aus. Von daher gibt es da überhaupt keine Probleme. Deswegen sage ich, hat es Einfluss auf die Wahl des Statives? Ich sage ja, wer so eine Kamera mit Klappspiegel hat, sollte sich wirklich immer für die stabilere Variante entscheiden. Das Stativ hier ist natürlich etwas flexibler als das. Ganz klar, haben wir vorhin gesehen. Und das hat natürlich auch Einfluss bei so einer Kamera. Wenn man natürlich eine klassische Spiegellose hat oder wie ich jetzt eine sehr moderne Z8, hat das überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das ist auch das, was sich, glaube ich, derzeit bei den Stativbauern so ein bisschen widerspiegelt, diese Situation, dass man einfach sagt, okay, wir können jetzt dünner, wir können leichter und das hat natürlich auch viele, viele Vorteile, weil das Ding hier mit 1,5 Kilo, das trägt man problemlos am Rucksack. Wie gesagt vorhin, dass man Frotto 0,55 dann mit Kopf 3 bis 3,5 Kilo, je nachdem, was man für einen Kopf benutzt, das ist schon ganz schön Gewicht. Und da weiß man, dass die Fotografen früher eine ganze Ecke mehr zu leisten hatten als wir heute, zumindest was das Tragen betrifft. Ja, das nochmal ein kleiner Ausflug in die Fotografie-Historie. Ein paar Beispieldateien zeige ich euch jetzt gleich noch. Und ich habe natürlich auch das Stativ in der Praxis mitgenommen. Ich war mal ein paar Landschaftsaufnahmen machen. Das Wetter ist zurzeit nicht so toll. Also es sind wirklich nur ein paar Testaufnahmen. Und ich hatte es auch in Benutzung bei verschiedenen Auftragsarbeiten und ich muss sagen, dabei hat es wirklich gute Dienste geleistet. Ich hatte keinerlei Probleme mit unscharfen Fotos, bis auf eine Sache, aber die erzähle ich euch im Anschluss. Hier mal ein kleines Testmotiv, das ich auf dem Studiotisch aufgebaut habe. Fotografiert ist das Bild hier mit der Nikon Z8 und wie ihr gleich sehen werdet, das Bild ist absolut knackscharf. Hier haben wir mal den Vergleich zwischen den verschiedenen Kameras und das ist eine 100% Ansicht, sodass man wirklich mal genau schauen kann. Die Nikon Z8, wie gesagt, wirklich knackscharf. Die Nikon D850 ohne Spiegelvorauslösung. Hier ist ganz deutlich der Einfluss des Spiegelschlags zu erkennen und das nächste Foto ist dann mit Spiegelvorauslösung und hier sieht man keinen Unterschied zur Nikon Z8. Die Nikon Z7 habe ich nochmal hinzugenommen als weitere Alternative. Auch hier sind keinerlei Schärfeeinbußen zu erkennen. Alle Aufnahmen habe ich auf dem K&F-Stativ gemacht. Wie ihr seht, mit einer 1/5 Sekunde, Blende 8, ISO 400 und einer Telebrennweite, einer mittleren von 150 mm. Ausgelöst habe ich mittels Fernauslöser. Wie schon erwähnt, habe ich das Stativ auch on location unterstützend genutzt, sodass ich immer einen gleichen Bildausschnitt hatte. Aber auch im Studio hat es mir gute Dienste geleistet. Dort habe ich es allerdings mal genutzt, um meinen Reflektor zu halten. Ja, wie bereits erwähnt, ich habe auch ein paar Testaufnahmen bei uns an der Saale fotografiert, in der Hauptsache Langzeitbelichtungen mit Grau-Neutralfilter. Wie ihr hier seht, Belichtungszeit 10 und 20 Sekunden. Die Bilder waren in der Regel scharf, bis auf einige Ausrutscher. Aber die Ursache hierfür war recht schnell gefunden, denn man braucht natürlich auch einen entsprechenden Stand für das Stativ. Es nützt das beste Stativ nichts, wenn der Boden
aufgeweicht ist und dadurch im Laufe der Belichtungszeit eben Bewegung ins Bild kommt und dann hat man natürlich entsprechend Unschärfen. Ja, einige Tage später hatte ich dann eine Bahnbrache im Nachbarort zu fotografieren, um den Beginn der dortigen Erschließungsarbeiten zu dokumentieren. Und hier habe ich mich auch entschlossen, vom Stativ aus zu arbeiten, um mithilfe der Langzeitbelichtung einfach mal die Autos aus dem Bild zu bekommen und natürlich ein wenig mehr Dynamik im Himmel einfangen zu können. Dazu habe ich natürlich einen grauen Neutralfilter genutzt, dessen Wirkung man hier im Bild recht gut sieht. Später dann musste ich, als ich in die andere Richtung fotografiert habe, noch einen Grauverlaufsfilter einsetzen, einfach um den starken Kontrast zwischen Himmel und Boden etwas abzumildern, was aber auch recht gut funktioniert hat. Dafür braucht man natürlich ein zuverlässiges Stativ und trotz stärkerer Windböen konnte das K&F hier auch überzeugen. Ja, das soll es gewesen sein von unserem kleinen Ausflug in die Welt der Stative. Ich hoffe, ihr fandet den Beitrag interessant, konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und ja, bis demnächst hier bei meinen Fotostories.